CV, das ist die Abkürzung für den Kartellverband. 130 Studentenverbindungen aus ganz Deutschland sind im CV organisiert, mit insgesamt fast 30.000 Mitgliedern. Das Besondere, alle sind katholisch und Akademiker. Einmal im Jahr, stets an einem anderen Ort, treffen sie sich zur Kartellversammlung. Zu seiner 125. Versammlung war der CV im Juni 2011 zu Gast in Essen, im Jahr zuvor noch Kulturhauptstadt Europas. Jetzt bot die Stadt im Ruhrgebiet, oft die Energiehauptstadt der Republik genannt, weil fast alle großen Energieversorger hier ihren Hauptsitz haben, einen herrlichen Rahmen für die Kartellbrüder, wie sich die Mitglieder des CV untereinander nennen. Auftakt zur Verbandstagung Christi Himmelfahrt Anfang Juni war eine Messe in der St. Dionysius Kirche von Borbeck, Essens größtem Stadtteil. Freitag und Samstag standen für die Delegierten der Verbindungen offizielle Sitzungen an, auf dem Programm Regeln und Satzungen des Verbandes, Prinzipien, Neuaufnahmen von anderen katholischen Studentenverbindungen in den Kartellverband und dessen vielfältige Aktivitäten im In- und Ausland. Herrlich gefeiert wurde Freitagabend auf Zeche Zollverein. Mehrere hundert Mitglieder und Gäste tanzten hier bis in den frühen Morgen. Wolfgang Hesse, Chef des Essener Organisationskomitees, eröffnete den rauschenden Ball mit einer kurzen Ansprache und einem klassischen Wiener Walzer. I've asked some more. Energiewirtschaft in Verantwortung für die Umwelt, so am Samstagnachmittag der Titel einer Podiumsdiskussion im Rahmen der CV-Akademie. Der Verband hält neben dem Katholizitätsprinzip das Prinzip Scientia Wissenschaft hoch, Bildung und Fortbildung möglichst lebenslang. Ein Vorteil: Die Kartellbrüder stammen aus den unterschiedlichsten Fakultäten, gut für das fächerübergreifende Gespräch. Die Podiumsdiskussion war mit Experten hochkarätig besetzt dabei auch Professor Notker Wolf Abtprimas des Benediktinerordens aus Rom der auf dem Commerce am Abend auch die Festrede hielt Commerce nennen die Kartellbrüder ihre festlichste Feierlichkeit er ist Ausdruck eines weiteren Prinzips im CV der Amicitia, der lebenslangen Freundschaft das Fechten auch Mensur genannt für das die studentischen Burschenschaften und Chors bekannt sind lehnen der CV und seine Verbindungen Grundsätzlich ab. Vorortspräsident Jan Arnulf Breiderhoff leitete in der bis zum letzten Platz besetzten Esner halle durch den Kommerzabend mit Chargierten aus beinahe allen Mitgliedsverbindungen und befreundeten Verbänden aus dem In- und Ausland. Den Gästen in der Halle bot sich ein imposantes, buntes Bild. Chargierte nennen sich die offiziellen Vertreter der Verbindungen, die an einem Kommerz in ihrer Vollwigs teilnehmen, einer traditionellen Uniform ehemaliger Freiheitskämpfer. Jeder Kartellbruder ist stolz auf die Farben seines Bundes. Mit einer feierlichen Messe schloss das große Kartellfest im Revier in der heillos überfüllten Essener Münsterkirche. Stellte Ruhrbischof Franz Josef Overbeck am Sonntagmorgen seine Predigt unter ein Leitwort Jesu Christi an seine Jünger: Ihr sollt meine Zeugen sein, und lobte, dass die farbentragenden Studenten und alten Herren im CV aktiv ihren katholischen Glauben nach außen bekennen. Sie sind auf diese Weise gelebtes und lebendiges Zeugnis. Jesu Christi, so Overbeck. Nach der Messe zogen die Chargierten durch die Straßen der Essener Innenstadt und trafen sich zu einem zünftigen Frühschoppen auf dem Domplatz.